Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben hier das Spiel Humboldts Great Voyage getestet, gespielt und für ... befunden. Und wir starten wie immer mit den Rahmendaten. Humboldts Great Voyage ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahre. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 bis 45 Minuten angegeben. Ist bei Huch erschienen, kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 30 Euro. Und die Autoren sind Remo Consadori und Nestore Mangone. Genau, und das Spielmaterial haben wir soweit schon mal hier ausgebreitet für das Spiel für 2 Personen. Mhm. Wir haben das Spiel zu zweit und zu dritt getestet, zu viert nicht, aber ich glaube, wir können es trotzdem ganz gut beurteilen. Was man hier sehen kann, ist einmal der Spielplan, auf dem sich diverse Städte befinden, Havanna, Cartagena, Mexico City und so weiter. Und auffällig dort ist die Farbgebung. Und zwar gibt es gelbe Städte, es gibt schwarze Städte, es gibt braune Städte, es gibt rote Städte, es gibt blaue Städte und es gibt grüne. Ja, und diese 6 Farben ziehen sich durch das gesamte Spiel, weil wir hier die Frachtplättchen in der entsprechenden Farbe haben und hier die Kontaktpersonen in der entsprechenden Farbe und dort haben wir die Wissenssteine. Genau. Mit den Frachtplättchen, die mischt ihr nach den Farben sortiert und packt die auf die entsprechenden Plätze auf dem Spielplan. 2 davon werden immer schon mal offen ausgelegt. Die Kontaktpersonen werden einfach hier nach Farben sortiert gestapelt. Und die Wissenssteine kommen hier in das Set rein. Und zwar gibt es insgesamt 96 Wissenssteine in 6 verschiedenen Farben, also jeden Stein 16 Mal. Aber im Zwei-Personen-Spiel müsst ihr zunächst einmal 6 Steine herausnehmen. Und zwar von jeder Farbe nehmt ihr einen Stein heraus. Das haben wir schon gemacht. Und dann kommen noch Spieleranzahl abhängig hier schon mal die Steine auf die einzelnen Städte. Und zwar kommen im Spiel zu zweit schon mal 5 Steine auf die Stadt Angostura und auf die Stadt Quito. Und auf alle anderen Städte kommen schon mal 4 Steine. Genau, die werden blind aus dem Säcklein rausgezogen und einfach auf den Städten platziert. Genau, dann haben wir hier schon mal unsere Schiffskarten. Von den Schiffskarten gibt es 4 verschiedene Kartentypen. Die sortiert ihr einfach zu Spielbeginn nach der Rückseite. Dann werden diese einzelnen Kartenstapel gemischt und dann werden die offen ausgelegt. Lege ich hier schon mal wieder offen hin und dann bekommt jeder Spieler von jeder Schiffskarte, von jedem Schiffskartentyp schon mal eine Karte. Das heißt, ich lege hier schon mal Christians Karten einmal hin und dann nehme ich mir gleich mal meine und dann kann ich euch die auch gleich schon mal einmal zeigen. Die Karten sind nämlich alle gleich aufgebaut. Wir sehen hier oben in der rechten Ecke jeweils, was die Karte, sofern sie dann, ich sag mal, voll belegt wird und das Schiff ablegen kann, uns an Siegpunkten bringen kann. Das heißt, diese Karte kann 12 Punkte bringen, diese 9, diese 6 und diese 4. Im oberen Bereich sehen wir, welche Kisten auf das Schiff geladen werden sollen. Hier ist es grundsätzlich eine schwarze Kiste. Die weißen Kisten sind immer beliebiger. Das heißt, da kann ich entweder eine blaue, eine grüne, eine rote, eine braune, eine schwarze oder eine gelbe Kiste draufladen. Und im unteren Bereich haben wir die Anforderung, wie wir an unsere Kontaktpersonen rankommen. Und zwar können wir hier Wissenssteine platzieren. Hier wäre es ein beliebiger Wissensstein. Hier sind es 2 beliebige, aber gleichfarbige Wissenssteine. Hier ist es ein grüner Wissensstein und hier ist es ein grüner und ein gelber Wissensstein, der platziert werden muss. Man sieht hier auf einigen Kisten auch noch, dass da auch noch was abgebildet ist. Hier zum Beispiel nämlich noch ein Zitteraal. Und das bedeutet, dass man entsprechend eine grüne Kiste mit einem Zitteraal drauf platzieren muss. Guck mal ganz kurz, Christian schaut mal, ob er die entsprechende Kiste findet. Genau, auf den Kisten ist nämlich auch immer noch was drauf. Das heißt, es gibt natürlich auch eine grüne Kiste mit Zitteraal und die muss dann auch hier drauf platziert werden, um die Anforderungen zu erfüllen. Das gleiche gilt hier für die anderen Kisten. Da sieht man schon, hier brauche ich eine braune mit einem, ja, mit einer Tabakkiste drauf, eine beliebige grüne und eine ganz beliebige Kiste. Und hier nochmal bei der 12er-Karte, hier brauche ich auch eine braune Kiste mit einer Zigarren. Wir haben eine Zigarre abgebildet oder eine Zigarrenkiste abgebildet und hier nochmal sowas, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Auf jeden Fall eine blaue Kiste mit diesem Symbol drauf und hier nochmal eine beliebige Kiste. Und so sind diese Karten eigentlich immer gleich aufgebaut. Das heißt, bei diesen 12er Siegpunkt Schiffskarten muss man hier unten immer 2 verschiedene Wissenssteine ablegen, um dann einen dieser beiden Kontaktpersonen bekommen zu können. Das heißt, wenn ich hier, wenn dieses Schiff hier voll beladen ist, sagen wir jetzt mal so, das ist, glaube ich, hier gerade ein bisschen schwierig. Ich habe die blaue Kiste mit dem Symbol. Dankeschön. Ich habe hier die schwarze Kiste mit dem Symbol und ich habe eine beliebige andersfarbige Kiste. Da kann ich ja die grüne drauflegen, die ich hier mit dem Zitteraal habe. Ups, das rutscht mir hier immer runter. Dann wäre das Schiff jetzt voll beladen. Würde es so ablegen, würde ich 12 Punkte bekommen. Hier unten nichts, weil ich da noch nichts drauf habe. Ich nehme jetzt hier einfach mal vom Spielplan. Sagen wir mal so, ich hätte hier jetzt vielleicht im Spielverlauf schon einen gelben und einen braunen Wissensstein bekommen. Wie wir daran kommen, erklären wir euch nochmal. Dann, das Schiff legt immer ab, wenn die Kisten hier oben drauf sind, egal ob die Kontaktpersonen, also die Wissenssteine unten drauf sind oder nicht.
Habe ich da aber Wissenssteine draufliegen, wenn das Schiff ablegt, bekomme ich einmal die 12 Punkte und ich bekomme hier unten noch eine Kontaktperson. Und in dem Fall ist es hier so, dass ich mich entscheiden muss, ob ich eine gelbe oder eine braune Kontaktperson bekomme. Ich würde jetzt einfach mal eine braune Kontaktperson dann nehmen in dem Fall und die würde ich dann hier auf meinem Expeditionstableau auf das entsprechende Feld dann legen. So, ich gebe den mal wieder zurück hier. Ich muss auch die Plättchen natürlich zurückgeben. Und es ist bei den 9er Schiffskarten ist es genauso. Das heißt, wir haben hier oben wieder die Anforderung, welche Kisten müssen drauf. Hier müssen wir eine braune Kiste mit dem Symbol drauflegen. Hier eine schwarze, beliebige. Hier eine ganz egal welche Farbe. Und hier müssen jetzt zwei gleiche Wissenssteine draufgelegt werden. Das heißt, wäre das hier oben voll geladen, würde es ablegen. Ich würde 9 Punkte bekommen. Hätte ich hier noch diese beiden Wissenssteine drauf, dann würde ich eine Kontaktperson in entsprechender Farbe der Wissenssteine bekommen. Das heißt, hier würde ich eine gelbe Kontaktperson dann bekommen. Und so sind die Karten alle gleich aufgebaut. Hier würde ich, wenn das Schiff hier oben ablegen würde, ich hätte es hier voll beladen, würde ich eine grüne Kontaktperson zu den 6 Punkten dazu bekommen. Hier könnte ich einen beliebigen Wissensstein drauflegen, hätte ich da also einen braun drauflegen und es wäre hier oben voll beladen, würde ich 4 Siegpunkte plus eine braune Kontaktperson dann bekommen. Dann können wir vielleicht nochmal zum Expeditionstableau kommen. Das ist nämlich beidseitig bedruckt. Ich gebe hier nochmal die eine Kontaktperson wieder ab, die ich schon bekommen habe. Und zwar haben wir hier einmal die Seite, wo wir die Kontaktperson offen auslegen. Das heißt, man muss zu Spielbeginn für sich entscheiden, welche Seite nehme ich von diesem Expeditionstableau. Ich habe hier zum einen auf der einen Seite, da kann ich 2 Frachtplättchen einlagern und ich würde hier meine Kontaktperson sammeln, allerdings offen, das heißt jeder Spieler kann die sehen. Oder ich spiele mit der Rückseite, dann sammle ich alle Kontaktpersonen, die ich im Spielverlauf bekomme, verdeckt. Das heißt, die Mitspieler können nicht sehen, welche Kontaktperson ich schon bekommen habe. Auch hier habe ich wieder Platz für 2 Frachtplättchen, die ich ablegen kann. Und hier unten sieht man schon, wie in vielen Spielen geht es nämlich darum, dass wir Siegpunkte sammeln und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel. Wir haben hier wieder eine umlaufende Siegpunktleiste. Jeder Spieler hat so einen Wanderer, der wird erstmal auf das Feld 0 der Siegpunktleiste gesetzt. Und wir können nachher für verschiedene Sets von Kontaktpersonen Siegpunkte bekommen am Spielende. Habe ich eine Kontaktperson, bekomme ich 1 Punkt. Habe ich schon 3 verschiedene Kontaktpersonen, bekomme ich 6 Punkte. Bei 4 verschiedenen Kontaktpersonen bekomme ich 10 Punkte. Und das gilt für jedes Set. Das heißt, habe ich jetzt 2 mal 4 verschiedene Kontaktpersonen gesammelt, würde ich 20 Punkte bekommen. Habe ich dann nochmal zusätzlich 2 verschiedene Kontaktpersonen gesammelt, würde ich sogar nochmal 3 Punkte dazu bekommen. Das heißt, in Summe dann 23 Punkte. Und ich würde jetzt hier einfach einmal mit der offenen Seite spielen. So, und jetzt kann jeder zu Spielbeginn sich noch entscheiden, ob er eins seiner Schiffe austauschen möchte mit einer Karte vom entsprechenden Stapel. Und zwar immer mit der obersten Karte. Und zwar kann das Sinn machen, wenn man hier die Kisten einer Farbe schon auf allen 3 Karten, sagen wir jetzt mal, ich hätte jetzt hier schon 3 Karten mit grünen Kisten, dann könnte das unter Umständen Sinn machen. Oder ich habe vielleicht auf der 4. Karte auch eine grüne Kiste drauf. Das heißt, ich hätte auf allen 4 Karten grüne Kisten drauf. Dann könnte das Sinn machen, dass ich die Karte austausche. Ich mache das jetzt mal spaßeshalber. Ich lege jetzt einfach mal die hier. Beginnt mit dem Startspieler. Ich habe jetzt ja hier schon das Reisetagebuch. Von daher gehe ich davon aus, dass ich Startspieler bin. Ich würde jetzt einfach mal die hier austauschen. Austauschen steht auch wirklich so eine Anleitung drin. Das heißt, ich bekomme die oberste Karte vom Nachziehkartenstapel, lege die bei mir aus und lege die andere einfach oben drauf. Ich tausche diese beiden Karten aus. Ich tausche nicht. Du tauschst nicht aus. Okay. Dann schaut man sich nochmal seine Farben an, die man auf den Kisten hat. Und jetzt bekommt man nämlich nochmal eine Kontaktperson. Und zwar in der Farbe, die man am häufigsten auf seinen Karten drauf hat. Ich habe jetzt hier 2 mal blau. Aber ich habe 3 mal braun, das heißt, ich bekomme eine braune Kontaktperson. Die lege ich jetzt hier auf mein Expeditionstableau einmal ab. Ich habe 2 schwarze, 2 gelbe, 2 rote. Das heißt, bei Gleichstand kann ich mir von den am Gleichstand beteiligten Farben einen aussuchen. Und da nehme ich mir mal eine gelbe. Genau. Des Weiteren bekommen wir als, ich sag mal, Startressource nochmal 2 Frachtplättchen. Und zwar dürfen wir uns jetzt 2 Frachtplättchen von den Nachziehstapeln nehmen. Das heißt, wir dürfen uns keine offenen ausliegenden Frachtplättchen nehmen. Und zwar kann man dann wieder 2 gleichfarbige oder 2 verschiedenfarbige Frachtplättchen nehmen. Und ich würde mir jetzt ganz gerne mal eine vom braunen Nachziehstapel nehmen. Nämlich gar nicht gesehen. Oh, das ist doch schon mal super. Die lege ich dann hier auf meinen Platz, auf mein Expeditionstableau. Und dann gib mir doch bitte nochmal eine vom blauen Nachziehstapel. Das gleiche darf Christian auch machen. Oh, wunderbar. Ich nehme einmal vom roten. Das war nichts. Und ich nehme nochmal vom roten. Das war was. Gut, und dann können wir schon loslegen. Das Reisetagebuch habe ich schon. Dann bekomme ich noch den Stoffbeutel mit den restlichen Wissenssteinen drin.
Und ein Zug besteht jetzt im Prinzip immer aus vier Phasen. Das heißt, in der ersten Phase ziehe ich jetzt zwei Wissenssteine aus dem Sack. Ich ziehe jetzt einfach mal den ersten Stein. Das ist jetzt ein grüner. Und jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich mit diesem grünen Stein meine Reise starten möchte. Und starten bedeutet, ich muss gucken, es gibt hier ja grüne Orte auf dem Spielplan, ob ich von einem dieser grünen Orte meine Reise starten möchte. Möchte ich das nicht, lege ich den Stein auf die rechte Seite des Reisetagebuchs, ziehe einen weiteren Stein aus dem Sack und von der Farbe muss ich dann aber starten. Ich könnte aber auch sagen, ich starte von grün, dann muss ich trotzdem einen zweiten Stein aus dem Sack ziehen und der würde hier hingelegt werden. Also man zieht immer in der ersten Phase seines Zugs grundsätzlich zwei Steine aus dem Sack. Ich sage jetzt mal, grün finde ich nicht so schön. Jetzt ziehe ich nochmal aus dem Sack. So, und wäre jetzt noch ein grüner Stein gekommen, dann hätte ich den daneben gelegt und hätte so lange gezogen, bis ich einen andersfarbigen Stein ziehe. Denn es dürfen hier nie zwei gleichfarbige Steine auf dem Reisetagebuch liegen. Außer nachher gegen Spielende könnte es natürlich sein, dass in dem Sack aufgrund der Steine, die wir schon rausgezogen haben im Spielverlauf, nur noch gleichfarbige drin sind. Dann darf das sein, aber jetzt, solange das möglich ist, muss man immer verschiedenfarbige Steine hier auf dem Reisetagebuch liegen haben. So, das heißt, ich muss jetzt von einem schwarzen Ort meine Reise starten. Ich glaube, die Auswahl war gar nicht so viel besser, aber ich nehme jetzt hier mal von Quito. Auf den ersten Blick finde ich Quito ganz schick. Die fünf Steine. Jetzt räume ich von dem Ort, von dem ich starte, nehme ich alle Steine runter, alle Wissenssteine, und lege die jetzt aus. Es sind hier so Pfeile auf dem Spielplan angelegt. Das heißt, ich kann jetzt nicht hier irgendwie wild in der Gegend rumfahren, sondern ich muss diesen Pfeilen hier folgen. Und von Quito kann ich jetzt nach Lima fahren. Oder ich könnte nach Angostura fahren. Wenn ich das machen würde nach Angostura, könnte ich aber, ich sag mal, ich würde jetzt hier einen Wissensstein ablegen bei Angostura, dann dürfte ich aber im nächsten Zug nicht wieder zurück nach Quito fahren. Denn hier gibt es die Möglichkeit, dass man hin und zurück kann. Dieses Hin- und Zurückbewegen in einem Zug ist aber nicht erlaubt. Ich möchte aber nicht nach Angostura, sondern ich fahre weiter nach Lima. Dann gehe ich mal nach Acapulco. Und dann muss ich ja von Acapulco weiter nach Mexico City. Und da legen wir mal den da ab. Dann komme ich noch nach Veracruz. Und von Veracruz muss ich dann noch weiter nach Havanna. So, und jetzt ist es danach so, nach der zweiten Phase. Ich habe jetzt ja erstmal zwei Steine gezogen. Dann habe ich die Steine praktisch abgelegt, entsprechend meiner Route. Und jetzt kommen die Mitspieler ins Spiel. Und je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielen, dürfen sich jetzt die Spieler hier Steine wegnehmen. Und zwar, zum einen gilt die Regel, man darf sich maximal oder man darf sich nur von einem Ort einen Stein wegnehmen, wenn da auch tatsächlich vier Steine drin liegen. Der Stein hier oben auf dem Kompass, den ich gelegt habe, zählt zu diesen vier Steinen nicht dazu. Und es ist dabei auch egal, ob ich die gleiche Farbe gelegt habe, wie der Ort ist. Im 3-4-Personen-Spiel dürfen sich die Spieler jeweils einen Stein nehmen. Das heißt, würde Christian diesen Stein nehmen, könnte der nächste Spieler hier keinen Stein mehr wegnehmen, weil da keine vier Steine mehr drin liegen. Im 2-Personen-Spiel darf sich aber sogar Christian zwei Steine nehmen. Und zwar immer nur von den bereisten Orten, das heißt nur von den Orten, wo auch tatsächlich ein Stein von mir hier oben auf dem Kompass drauf liegt. Und ich lege die Steine entsprechend sofort auf meine Schiffe, da wo sie passen. Genau, und wenn Christian die nicht ablegen könnte, weil alle seine Plätze hier unten belegt wären, dann dürfte er sich auch gar keine Steine nehmen. Gut, und dann arbeiten jetzt meine Reiseroute ab als vierte Phase. Das heißt, wir schauen jetzt, wo passt der gelegte Stein zu der Farbe des Orts. Das heißt, wo passen die beiden Farben zusammen? Ich habe hier einen schwarzen Wissensstein auf einen schwarzen Ort gelegt in Lima. Das heißt, ich darf mir dafür ein entsprechendes Frachtplättchen in der entsprechenden Farbe nehmen, also ein schwarzes, und zwar ein offenes oder ein verdecktes. Ja, brauchst du dann irgendwas Nein. Schwarzes? Okay, dann ist es mir auch egal, was ich nehme. So, Acapulco, gelb passt auch. Das heißt, ich bekomme auch noch ein gelbes Frachtplättchen, entweder ein offenes oder ein verdecktes. Genau, da du ja die Diamanten brauchst, die mir es egal ist, nehme ich mal die Diamanten. Mexico City habe ich leider einen roten Wissensstein legen müssen und es ist ein gelber Ort, von daher passt es nicht. Hätte ich jetzt aber, gib mir bitte mal eine gelbe Kontaktperson, hätte ich jetzt schon eine gelbe Kontaktperson in meinem Vorrat oder auf meinem Expeditionstableau liegen, könnte ich die jetzt einsetzen, um den Wissensstein umzufärben. Das heißt, die hilft mir praktisch mit ihrem Wissen und dann wäre dieser Wissensstein jetzt gelb gefärbt und dann hätte ich eine gelbe Kiste mir auch nehmen dürfen. Das heißt, man kann die Kontaktperson auch während des Spiels einsetzen, um diese Wissenssteine umzufärben und trotzdem, wenn man einen andersfarbigen gelegt hat, noch eine Kiste zu bekommen. Dafür bekommt man dann natürlich am Spielende aber nicht mehr die Punkte für diese Kontaktperson, die man vielleicht für ein Set dann bekommen hätte. Da passt es leider auch nicht. Von daher, dann haben wir Dann noch passt es Havanna. wieder, das heißt, du kannst einen Ballon haben. Genau, und ich brauche eigentlich so eine Kiste, die liegt aber nicht offen aus. Von daher nehme ich mal einen verdeckten. Oh, das ist nochmal rum oder was auch immer das ist hier.
Ich kenne mich mit Humboldt nicht so gut aus. So, und jetzt lege ich die Frachtplättchen noch auf die entsprechenden Karten drauf. Und ich würde jetzt einfach mal die schon mal hier drauf legen, weil da brauche ich ja. Oder lege ich die da hinten drauf? Ne, ich lege sie mal hier drauf. So, nee, ich lege sie hier drauf. Ich habe ja da auch noch den Ring, sehe ich gerade. Dann habe ich da nämlich schon mal zwei passende gelegt. Da müssen ja, wie gesagt, auch die Symbole draufgelegt werden. Jetzt könnte ich rein theoretisch diese weiße Kiste, da kann ich ja jede Farbe drauflegen. Wenn ich das tun würde, würde dieses Schiff ablegen, ich würde die 12 Punkte bekommen. Ich habe hier unten aber noch nicht die Wissenssteine draufliegen. Das heißt, ich würde keine Kontaktperson bekommen. Das heißt, das möchte ich mir lieber nochmal aufsparen. Und jetzt kann ich ja zwei hier zwischenlagern, den anderen nicht. Von daher müsste ich nochmal einen irgendwo platzieren. Und ich nehme mal den hier, den lege ich mal hier schon mal drauf. Na, der anderen lager ich zwischen. So, und dann müssen noch die Steine, die auf dem Reisetagebuch liegen, die kommen noch auf meinen Startort nach Quito. Und das war dann schon mein kompletter Zug. Hat leider kein Schiff den Hafen verlassen. Und jetzt wechselt das Reisetagebuch mit dem Beutel zum linken Nachbarn. Das heißt, im Uhrzeigersinn ist jeder dann mal Startspielerei um. Genau, auch ich ziehe einen raus. Gelb, perfekt, den will ich haben. Ah, Jetzt ernsthaft? ernsthaft, das war mein Hast du Plan. das schon vorher? Ach, du hast ja schon Ich alles hatte, nein, ich angeguckt hatte und ein hast einen bisschen Zeit, während Plan. du erzählt hast, konnte ich ja schon was machen. Von daher, Ah, so, nicht also schlecht, schwarz will nicht ich nicht machen, schlecht. gelb will ich machen, und zwar will ich die gelben hier machen. Ah, ich habe da noch was dazugelegt in Ja, Acapulco. war nett von dir, vielen Dank. Ja, So, ich gehe bitte. nach Mexico City in diesem Fall, dann gehe ich nach Veracruz diesem Fall, dann gehe ich in diese Richtung, lege Havanna eine falsche Farbe ab, gehe von da allerdings nach Washington, lege die richtige Farbe ab und gehe nach Philadelphia zu Rocky und lege auch wieder die falsche Farbe ab. So, ich habe dann diese 5 Stück, überall sind 4 oder mehr, das heißt, Michaela hat die volle Auswahl, welche 2 Wissenssteine sie sich nimmt. Ja, das Schade ist nur, dass hier, ich brauche hier eigentlich grün und gelb und es sind in keiner Stadt zu. Ach doch, habe ich gar nicht gesehen. Ja, danke. Die beiden möchte ich dann gerne. Also es sind ja überall mehr, was Christian da schon sagt, überall mindestens 4. Deswegen darf ich mir auf jeden Fall auch die 2 da nehmen aus der Stadt und die lege ich natürlich hier hin, weil ich die vielleicht demnächst erfüllen So, möchte. dann marschiere ich meine Städte ab. Mexico City, gelb auf gelb, passt. Ich nehme mir mal die Diamanten, die du mir eben klauen wolltest. Mist, sind sie doch wieder aufgedeckt worden. Ich brauche keine Diamanten. So, dann gehe ich nochmal Auch wenn runter. Ich Diamonds are Girls' nehme. best friends sind, aber ich brauche momentan Ja. keine. Hier, Havanna, falsche Farbe, passiert nichts. Washington, rot auf rot, das passt. Von daher kann ich mir da mal einen roten nehmen. Hast du noch Entweder was offen oder Rotes? Du hast verdeckt. nichts Ich habe Rotes. nichts Dann Rotes. nehme ich den mal Mich so. interessiert Rot überhaupt Und nicht. Philadelphia war wieder die falsche Farbe. So, jetzt mache ich das wie Michaela. Ich platziere entsprechend die Kisten auf meinen Schiffen. Du hast ja schon zwei Wissenssteine, weil du ja als Zweiter am Zug warst. Genau. Ist gar nicht so schlecht, dass man nicht Startspieler in dem Spiel ist, ne? Ja, kommt drauf an. Dafür hattest du jetzt mehr zum Erfüllen als ich. So, jetzt können wir gleich mal bei Christian, das halte ich hier nochmal in die Nahaufnahme, einmal zeigen. Christian hat hier die entsprechenden Symbole belegt, die erfordert waren. Die untere Kiste war beliebig zu belegen. Das heißt, Christian bekommt jetzt einmal 12 Siegpunkte. Und Christian hat hier unten auch schon die Wissenssteine drauf. Das heißt, Christian darf sich jetzt hier entweder einen braunen oder einen blauen, eine blaue Kontaktperson Ich nehmen. nehme den blauen. Die beiden Steine kommen jetzt auf das Reisetagebuch. Die Frachtplättchen kommen auf einen Ablagestapel. Die Karte wird auch auf einen Ablagestapel gelegt und Christian bekommt die oberste Karte hinterher. Das heißt, man hat immer von jedem Schiffstyp eine Karte bei sich Genau, auslegen. und die kommen ganz normal wieder in die Startstadt rein. Genau. So, dann bekomme ich jetzt wieder das Reisetagebuch und ich ziehe jetzt auch einfach mal wieder. Ich möchte nämlich auch noch mal gerne ein Schiff verschiffen lassen. Ein Schiff fahren lassen. So, Oh, schwarz. Schwarz ist ja schwarz. ganz schlecht. Schwarz möchte ich nicht. Da ist ja gar nichts drauf. Da kommt man ja gar nicht vorwärts. So, gelb muss ich jetzt ja nehmen. Gelb war ja gerade eben so toll, hast du gesagt. Ja, bei mir ja, bei dir jetzt nicht mehr. Ist nur die Frage, ach, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich nehme mal hier in Mexico City. Ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Dann starten wir mal von Mexico City. Ich nehme vom Startort wieder alle Wissenssteine runter. Und jetzt erstmal nach Veracruz. Wo sind meine Steine? Da. Dann geht es nach Havanna. Dann geht es nach Washington. Dann geht es nach Philadelphia. Irgendwie eine Präferenz, was die Ja, Farben das ist betrifft. egal. Da oben ist es dann wurscht. Da kann ich leider nicht mehr erfüllen. Jetzt Ich darf darf sich mir wieder Christian zwei wieder zwei nehmen. nehmen. Da waren auch 4 Wissensplättchen drauf, sodass es passt. Ach, schon wieder hinten den Ja. 12er. Ja. Santa Cruz, ich bekomme ein gelbes Kistchen. Du hast nichts Präferiertes, von daher mir egal. Gib mir mal einen, bitte. So, dann geht es weiter nach Havanna. Auch da passt die Farbe. Ich bekomme ein braunes Kistchen. Ja, wenn das dann ist, leider nicht das Richtige, was ich hier brauche. So, weiter nach Washington. Ein rotes Kistchen. Ich brauche kein spezielles, du auch nicht. Von daher egal. Und dann geht es noch weiter nach Philadelphia.
Bordeaux passiert nichts und La Coruña auch nicht. Genau, passiert gar nichts. So, jetzt verteile ich wieder meine Kisten und ich werde auf jeden Fall hier unten das Schiff einmal abfahren lassen. Da muss ich einmal gucken. Da empfiehlt sich vielleicht auch schon mal zu gucken, welche Karte man nachbekommt. Ey, spoilern. Weil hier sieht man jetzt schon, ich würde die Karte nachbekommen. Von daher wäre das ganz gut, wenn ich dieses Plättchen behalte, weil dann hätte ich das ja schon mal. Bei den roten habe ich jetzt nichts davon. Da wäre es also nicht ganz so schlimm, wenn ich das abfahren lasse. Auch bei den anderen Karten ist nichts drauf. Von daher lege ich hier mal den drauf. Da darf eine beliebige Kiste drauf. Jetzt könnte ich auch den zum Beispiel noch abfahren lassen, aber dann würde ich wieder keine Kontaktperson bekommen. Und auch nochmal, um euch das auch nochmal zu zeigen, ich könnte jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier noch was voll hätte, sagen wir jetzt mal, diese beiden wären belegt, also ich hätte hier einen grünen und eine beliebige drauf, dann könnte ich jetzt, wenn ich noch Kisten übrig hätte, man kann immer drei beliebige Kisten zur Füllung einer anderen Kiste benutzen. Das heißt, man kann immer drei Kisten auf eine andere legen und damit wäre die dann auch belegt. Also wäre das Schiff dann auch beladen. Das heißt, der Kapitän sagt dann, okay, dann nehme ich halt auch drei beliebige Kisten statt der, die ich eigentlich ganz gerne haben möchte. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja die Sachen verteilen, weil sonst verliere ich sie ja. Von daher würde ich jetzt hier einfach nochmal, dann lassen wir das Schiff trotzdem nochmal abfahren. Da habe ich leider kein Blau. Jetzt wird es langsam eng, da kann ich noch Braun drauflegen. Hier noch Gelb als beliebig. So, dann würden zwei Schiffe bei mir abfahren. Das heißt, hier würde ich einmal 12 Punkte bekommen. Und ich würde eine grüne oder gelbe Kontaktperson bekommen. Ich nehme eine grüne. Dankeschön. Die lege ich dann auch hier oben hin. Die beiden kommen auf mein Reisetagebuch. Die kommen auf den Ablagestapel. Die Karte geht auch auf den Ablagestapel. Ich bekomme eine neue nach. Das Schiff segelt auch los. Leider habe ich keinen Wissensstein drauf. Deswegen bekomme ich keine Kontaktperson. Ich bekomme aber nochmal 4 Punkte. Hast du mir die schon gegeben? Ja, natürlich. Der kommt auch auf den Ablagestapel, diese Karte. Ich bekomme eine neue nach. So, und das war es dann auch schon wieder. Jetzt würden die 4 Steine, also die Steine, die ich von den Karten hier unten wegen der Kontaktperson runtergenommen habe, plus die 2, die ich aus dem Sack gezogen habe, die würden auf meinen Startort kommen, nach Mexico City. Und so würde man jetzt spielen, reihum so lange, bis nur noch 2 Steine im Sack sind. Und das passiert, weil ich ja Startspieler war, dann bei Christian. Dann zieht Christian die letzten 2 Steine aus dem Sack, führt seinen Zug ganz normal durch und dann kommt noch die Endauswertung. Jetzt würde man erstmal noch mal gucken, wir müssen noch mal ganz kurz ein paar Steine bei uns unten hinlegen. Ich hatte jetzt vielleicht hier noch einen braunen. Ich tue mal so, als ob wir 60 Punkte beide hatten. Ja, ich mache mir hier noch mal einen blauen hin. Jetzt würde man dann erst als erstes schauen, was hat man bei seinen Karten unten noch mit den Kontaktpersonen erfüllt. Und das ist unerheblich davon, ob ich oben beim oberen Teil noch was erfüllt habe, sondern man bekommt dann einfach nochmal die Kontaktperson. Hier hätte ich zum Beispiel nochmal einen braunen. Ich würde eine braune Kontaktperson nochmal bekommen. Und hier würde ich nochmal eine blaue Kontaktperson bekommen. Die Steine müsste ich dann noch abgeben. Hier wäre ja nichts. Hier hätte ich ja nur einen Stein drauf. Das heißt, ich hätte es nicht erfüllt. Das wäre auch hier so, wenn ich hier einen Stein drauf gehabt hätte. Ich brauche hier 2 gleichfarbige Steine, um die Kontaktperson zu bekommen, habe ich nicht. Hier hätte ich 2, einmal den grünen und einmal den schwarzen gebraucht, hätte ich auch nicht gehabt. Also von daher, dafür bekomme ich nichts. Die Steine müssen dann abgegeben werden. Ich mache die hier einfach schon mal in den Sack rein. Die beiden Kontaktpersonen hast du mir schon gegeben. So, wenn jetzt ein Spieler noch passende Frachtplättchen auf seinem Expeditionstableau hat, dürfte er die noch einsetzen. Hast du noch irgendwas Passendes? Nee, ich habe das schon ein bisschen gefaked. Nö, hast du schon nicht mehr. Du hast es schon ein bisschen gefaked. Ach so. Ja. So, nun würde man gucken, wie viele Punkte man für die Kontaktperson bekommen würde. Ich kriege noch ein bisschen was. Das ist ja cool. Und zwar für jedes Set aus 4 verschiedenen. Ich habe jetzt hier einmal 4 verschiedene. Da würde ich einmal 10 Punkte für bekommen. Dann habe ich nochmal 2 verschiedene. Da würde ich nochmal 3 Punkte für bekommen. Wären also nochmal 13 Punkte. Die würde man dann auch entsprechend abgeben, die Kontaktperson. Und dann würde man noch schauen, was für Frachtplättchen hat man noch. Und zwar würde man dann nochmal gucken, für Frachtplättchen auf dem Expeditionstableau bekommt man jeweils nochmal einen Punkt. Und für Frachtplättchen auf seinen Karten bekommt man auch einen Punkt. Es sei denn, es sind noch übereinstimmende Symbole. Das heißt, hätte ich jetzt hier noch eine Kiste mit der Zigarre oder hier mit der Flasche oder hier mit dem Bild, dann würde ich dafür sogar 2 Punkte bekommen nochmal. Hast du das hier bei dir? Ah ja, du würdest hier also nochmal 2 Punkte bekommen, weil das stimmt ja mit dem Symbol überein. Da würdest du nochmal 1 Punkt bekommen und da würdest du auch nochmal 1 Punkt bekommen und da hast du ja nichts weiteres. Genau. So, und wer jetzt am weitesten vorne liegt, hätte dann gewonnen. Würde es hier einen Gleichstand geben, würde man jetzt schauen, wie viel Frachtplättchen hat man noch auf seinen Karten und auf dem Expeditionstableau liegen, wie viele Wissenssteine hat man noch und wer da dann mehr hat in dem Moment, dann hätte derjenige gewonnen. Gibt es auch hier einen Gleichstand? Dann teilen sich die beteiligten Spieler den Sieg.
Ja, und so spielt sich Great Voyage. Und dann würde ich mal sagen, können wir mal zum Fazit kommen. Ja, wer soll? Fang du doch mal an. Gut, dann fange ich mal an. Also das Spiel haben wir ja zu zweit und zu dritt gespielt und es hat jedes Mal funktioniert. Der Spielablauf ist auch relativ zügig erklärt. Also die Anleitung sieht jetzt dick aus, aber die ist mehrsprachig. Also von daher die deutsche Anleitung, ich glaube, das waren 6 Seiten oder sowas. Ich gucke mal ganz kurz, ich blätter mal, erzähl mal weiter. Ja, 6, 7, 8, 9 Seiten, Acht acht Seiten, ja. Seiten reich Aber es sind auch bebildert Beispiele immer mit mit Beispielen, dabei. genau. Genau. Also von daher, die ist gut geschrieben. Da blieb eigentlich auch keine Frage offen, dass am Anfang, dass man eben von seinen Schiffskarten eine mit der offenen Auslage austauschen kann und nicht Ablagestapel und ich ziehe mir eine neue, sondern ich tausche wirklich mit der obersten aus. Das fühlte sich irgendwie komisch an, aber so steht es in der Anleitung und das ist wohl hier von den Autoren so gewollt. Von daher akzeptieren wir das so an der Stelle, aber es fühlt sich komisch an. Und es spielt sich zügig runter. Es ist ja auch wenig Downtime da, weil der einzelne Zug relativ schnell ausgespielt wird. Klar, man schaut schon. Ich ziehe jetzt den ersten Wissensstein aus dem Beutel. Es ist die und die Farbe. Macht das Sinn, mir jetzt einzunehmen? Oder zocke ich und gehe auf eine andere Farbe in der Hoffnung, dass eben meine Wunschfarbe kommt? Es ist generell halt eben viel, viel Glück dabei. Was ziehe ich? Generell. Ich ziehe ja zwei Farben irgendwie raus. Wofür entscheide ich mich? Die verdeckten Fracht. Kisten hier ist da genau das dabei, was ich eben brauche, um hier meine Schiffe zu beladen oder ziehe ich eben Murks. Es ist auch ein bisschen, ja, Frust möchte ich gar nicht sagen. Es ist halt eben auch so ein bisschen Interaktion da, dass man natürlich versucht, den anderen Spielern das wegzunehmen, was man selber gar nicht braucht. Also Michaela zum Beispiel bräuchte jetzt so eine Rumbuddel da in Braun. Die habe Ich ich ja brauche es sogar nicht. schon. Von daher hätte ich dann hier die genommen als Beispiel. Sie hat sie eh schon im Vorrat oder jetzt die Zigarren hätte ich dann versucht natürlich wegzunehmen, um dem Gegner da so ein bisschen in die Parade zu fahren. Also von daher, das klappt. Cool finde ich auch diese Geschichte. Es kommen ja immer mehr Steine drauf. Also man zieht ja immer zwei nach, die kommen dann ja aufs Spielbrett. Und so läuft das ja reihum, sodass hier immer mehr ist, man immer weitere Strecken laufen kann und dementsprechend auch mehr Frachtkärtchen hier bekommt, um eben auch noch mehr Schiffe zu beladen, um auch mehr Siegpunkte zu bekommen. Also das ist so ein bisschen so ein revolvierendes System, sage ich mal. Das funktioniert auch, aber es macht irgendwie keinen Spaß. Also ich kann gar nicht sagen, warum es. Also man, ich, wir haben es runtergespielt, wir haben es zu zweit jetzt mehrfach gespielt, wir haben es zu dritt ein, zweimal, dreimal gespielt. Und es spielt sich sauber runter, es hat keine Hakenösen, es hat wenig Downtime. Die Story, ja gut, sei es drum, da sind so ein paar nice Gimmicks, so zum Beispiel so dieser Zitteraal, ich glaube, das war ein blauer. Nee, der Zitteraal ist der Grüne. Ist der grüne? Okay, also irgendwo das zum Beispiel. Oder hier diese Giftflasche hier mit Kohare drauf, dass er getrunken hat, um zu beweisen, dass Kohare eben nur giftig ist, wenn man das in den Blutkreislauf bekommt. Das ist eben ganz nett. Auch, dass hier auf der letzten Seite von Anleitung nochmal dargestellt ist, wie sein Leben so war, wie er an das Geld gekommen ist, wie er dann seine Reise gemacht hat, was er nach der Reise gemacht hat. Also das ist schon wirklich so nice, ein paar nice Gimmicks auch, dass er wirklich eben damals bei diesen Reisen wirklich viele Bekanntschaften, nenne ich es jetzt mal, gemacht hat. Die Personen haben ihm nachher dann auch entsprechend geholfen. Das passt alles, aber der Funke fliegt irgendwie hier nicht rüber von dem Spiel. Ich finde es eigentlich eine total coole Idee. Man sammelt das, man läuft das ab. Damit verteilt man ja wieder diese Wissensplättchen hier, Wissenssteine auf dem Spielplan. Welche Richtung gehe ich? Aber es ist mir unterm Strich echt ein Ticken zu willkürlich. Was für eine Farbe ziehe ich aus dem Sack raus? Was ziehe ich an Plättchen nach? Das ist so ein starker Effekt, wo man so auf die Nase mitfallen kann, gerade am Anfang, wo man eh nur zwei oder drei Sachen mal erfüllen kann überhaupt, wo man dann diese Frachtplättchen bekommt, um dann seine Schiffe zu verladen. Und wenn dann der andere Spieler einem aus der offenen Auslage schon die weggenommen hat, die man brauchte, weil die hier vorgegeben sind, dann nervt es sogar ein bisschen. Und tut mir leid, also das ist so ein Bauchgefühl, es funktioniert, es ist nett, es macht auch irgendwo Spaß, aber mir fehlt da echt irgendwie so ein bisschen der Hype, das Feeling dazu. Und von daher gibt es von mir 5 Punkte. Für mich ein durchschnittliches Spiel. Okay, ich fange auch mal mit der Anleitung an. Ich finde auch, wie Christian gesagt hat, ist wirklich gut und übersichtlich geschrieben. Es sind auch wirklich sehr viele Bilder drin. Wir sind wirklich gut reingekommen. Wir haben das Spiel zum ersten Mal mit Henry gespielt, vom Spielepodcast zusammen, mit dem wir jetzt noch einen Spielepodcast machen. Henry hat die Anleitung vorgelesen und wir sind gut reingekommen und man konnte auch gut losspielen. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Familienspiel. Ich finde es vom Spielprinzip nicht schwer. Man hat ja auch nur 4 Phasen. Man zieht zwei Steine aus dem Sack. Dann schaut man, welche Route laufe ich ab, dann legt man die Steine hin, dann kommen auch nochmal die Mitspieler schon mal ins Spiel, die dürfen sich auch schon mal was nehmen, finde ich auch ein netter Ja. Aspekt. Das heißt, die werden auch schon mal in den Spielzug des anderen Spielers mit eingebunden. Das ist, wird dann nicht ganz so, was ist langweilig, also es gibt ja nicht so viel Downtime, aber die werden mit eingebunden. Und dadurch kommt man ja auch schon mal an die Wissenssteine ran und dann läuft man seine Route ab und versucht halt diese Frachtplättchen zu bekommen. Und
da finde ich schon, dass da Frustpotenzial mit drin steckt, für mich jedenfalls, weil ich finde, wir hatten es gerade im letzten Spiel, dass wir so Steine gezogen haben. Ich weiß aber, du mit Rot. Angstfarbe war Rot, weil da passt irgendwie gar Ja. nichts. Weil es kommt ja wirklich darauf an, welche Steine liegen auf den Feldern und wie kann man diese Route ablaufen, weil man darf sie ja nun mal nicht beliebig laufen. Es ist in Fallrichtung vorgegeben, wie man laufen darf. Hier darf man, wie gesagt, auch nicht hin und zurück laufen. Und von daher ist es erstmal zufällig, wie du schon sagtest, man zieht aus dem Sack, dann zieht man eine Farbe. Okay, dann kann ich mich entscheiden, nehme ich jetzt das Übel oder nehme ich das schlimmere Übel, weil ich noch eine schlechtere Farbe ziehe. Ich weiß ja nicht, was als zweites kommt. Und wenn dann als zweites vielleicht sogar noch eine schlechtere Farbe kommt, ich hinterher, oh Gott, hätte ich bloß die andere Farbe genommen. Ich habe es jetzt auch nicht so gemacht wie du. Ich glaube, du hast häufig schon am Anfang geguckt, was könnte passen, welche Farbe könnte ich nehmen, wie du es, glaube ich, gerade auch gemacht hast, Wenn in ich Gelb Zeit schon dafür mal. hatte, ja klar. Genau, dann hast du schon mal gemacht. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, weil ich habe gedacht, was soll ich mir das jetzt verschwenden? Ich ziehe wahrscheinlich eh einen andersfarbigen Wissensstein aus dem Sack, als den ich gerne haben wollte. Also ich habe immer dann geschaut, wenn ich den Stein gezogen habe, habe ich geguckt, ist das jetzt eine gute Route oder ziehe ich lieber noch einen anderen Stein? Aber wie gesagt, man kann dann auch, wir hatten es gerade im letzten Spiel, fand ich das gefühlt, da hatten wir sehr viele Kombis hier liegen, wo wir dann eins, zwei Steine hatten und dadurch ein, zwei Fachplättchen bekommen Ja, haben. und was man eben auch machen kann, gerade gegen Spielende, man kann ja hochrechnen, wie viele Steine sind überhaupt noch im Sack drinne. Weil von jeder Farbe sind ja 15 insgesamt im Spiel, im Zwei-Personen-Spiel zumindest, ansonsten Genau, 16. Und ich genau. sehe ja, wie viele sind hier, wie viele sind bei mir auf meinen Karten, wie viele sind auf den Schiffskarten von Michaela. Das addiere ich einfach zusammen und wenn ich dann weiß, gelb ist tot, die Farbe, ja okay, dann weiß ich schon mal, ich muss gar nicht darauf spekulieren, dass die Farbe kommt. Das beeinflusst natürlich auch den ersten Wissenstein, den ich nehme, okay, der ist nicht besonders doll, aber was kann es denn noch werden? Gelb kann es nicht mehr werden als Beispiel. Dann bleibt vielleicht noch zwei, drei Müllfarben übrig. Das tut dann natürlich dann auch weh. Und das ist ja nicht nur der einzige Zufallsaspekt, es kommt ja auch noch, welche Karten kriegst. Und wenn nachher schon Steine im Spiel sind, du kriegst partout nicht diese Route, um überhaupt an die Farbe zu kommen. Ja. Gut, man kann sich behelfen, indem man ja mal drei beliebige Kiste dann auf diese Kiste drauflegen kann, aber das ist schon Aber die musst du extrem auch teuer. haben. Oh. Die musst du haben und die musst du dann auch drauflegen. Aber ich habe trotzdem im einen Spiel, ich weiß, dass wir das erst schon mit Henry gespielt haben, da war es echt so, da habe ich viel gesammelt, da habe ich gemeint, hups, ist ja schon zu Ende. Ich habe gar nicht so viele Kisten oder gar nicht so viele Schiffe weggeschickt. Also von daher, es lohnt sich zwischendurch doch auch schon mal dann vielleicht auch mal drei Kisten zu legen, wenn das andere partout nicht klappt und muss man zwischendurch einmal, aber wie Christian schon sagt, man kommt vielleicht partout nicht an die Farbe ran, weil die Routen sind hier letztendlich dann vorgegeben. Dann möchte man, oder ich habe es auch gerne mal gemacht, dass ich natürlich auch gerne den unteren Bereich hier belegen möchte, weil man natürlich dann dadurch auch die Kontaktpersonen bekommt. Und ich sag mal, diese ja, Sets, die man hier sammeln kann, die Punkte, die sind am Spielende auch nicht ganz unerheblich. Und je mehr man hier sammeln kann, da kann man natürlich gucken, für die Kleinschiffe bekommt man natürlich schneller an Kontaktpersonen. Hier muss man ja jeweils erstmal zwei Wissenssteine drauflegen. Dafür bekommt man aber wieder mehr Siegpunkte. Also von daher, da muss man so abwägen. Und hier sind ja teilweise auch schon Kisten drauf bei den höherwertigen Karten, wo man dann auch noch ein entsprechendes Symbol haben muss. Und da, wie Christian schon sagt, auch gerade nachher im Drei-Personen-Spiel, da ist die Kiste dann auch mal schneller weg. Auch im Zwei-Personen-Spiel, weil wir haben natürlich auch zu zweit immer geguckt, welche Kiste braucht Christian. Gut, wenn ich jetzt meine Kiste zuerst da liegen habe, habe ich die natürlich erstmal genommen, aber wenn mir es egal war, braun war bei mir vielleicht nur beliebig, dann habe ich natürlich Christians Kiste weggenommen, die er gebraucht hat. Und auch da, wie Christian schon sagte, ich weiß ja gar nicht, wann meine Kiste kommt. Wenn der Nachziehstapel mal leer ist, wird der Ablagestapel neu gemischt, aber auch dann weiß ich nicht, was ich bekomme. Also es gibt hier schon extrem viele Glücksmomente und gerade dieses Ziehen aus dem Sack, finde ich, kann echt schon frustig werden, wenn man das nicht großartig beeinflussen kann. Und dann kommt es auch noch auf die Route drauf an, die man dann hier bekommt. Bekomme ich dadurch die Kisten, die ich brauche? Wie gesagt, man kann sich durch die Dreier behelfen, aber dadurch, finde ich, kommt schon sehr, sehr viel Glückselement mit rein ins Spiel. Ansonsten dieses Mancala-Prinzip fand ich, als wir es ausgepackt haben, als ich das gelesen habe, als ich davon gehört habe, fand ich total interessant. Fand ich mal was anderes. Ich kannte auch das Mancala-Prinzip bisher noch nicht. Namen noch nie Kann gehört. ich mich jetzt auch nicht so richtig daran erinnern, dass wir es in einem anderen Spiel schon mal gespielt haben. Glaube Wüsste ich nicht, jetzt so ne? nicht. Aber das fand ich echt interessant. Und wir haben, also Henry hat jetzt auch gesagt, er hat es mit uns einmal gespielt und fand es auch interessant, wird es auch nochmal wieder spielen. Aber wir, Christian und ich, haben es, wie gesagt, schon häufiger nochmal wieder nachgespielt. Und ich muss sagen, es flacht jetzt immer mehr ab. Und man merkt auch, man spielt einfach mehr so vor sich hin. Und es kommt halt auch immer mehr so auch Frustration dann auf. Wie gesagt, gerade im letzten Spiel hatten wir das ganz extrem, dass wir ganz viele Routen hatten, wo wir vielleicht mal ein oder zwei Fachplättchen bekommen haben. Und dann auch zum Beispiel die Rotfarbe war so eine Angstfarbe, weil wenn man die bekommen hat, war da irgendwie gar nichts so richtig so. Und das finde ich irgendwie so schade. Also irgendwie fehlt noch so der letzte Pfiff bei dem Spiel. Und von daher ist es für mich ein ordentliches Spiel. Es bekommt von mir 6 Punkte. Ich würde es schon nochmal mitspielen. Aber so zum Hang, das ist ein gutes Spiel für mich ist, da fehlt schon noch was auf jeden Fall. Und dafür ist es mir auch zu doll glückslastig. Und von daher ist es für mich ein ordentliches Spiel und bekommt von mir 6 Punkte. Da sind wir ja nah beieinander. Genau.
Achso, was ich nochmal ganz kurz hervorheben wollte, nochmal positiv, ist hier ist auch wieder so eine Kurzanleitung mit dabei. Ich glaube, bei Coralia hatte Huch das erste Mal mit dabei. Das heißt, hier ist nochmal so, wenn man das Spiel mal wieder, ich sag mal, nach ein bisschen längerer nicht Nach 10 gespielter Jahren Zeit. wieder rausholt und dann hat man kurz die Kurzanleitung und Naja, zack ist okay, wieder das ist ein drin im bisschen Spiel. übertrieben, aber wenn man das so nach etwas längerer Zeit, nach 2, 3 Wochen wieder erfuhrt, hat man hier so eine Kurzanleitung, wie das Spiel aufgebaut wird und auf der Rückseite dann auch nochmal, so wie der Spielablauf ist. Aber wie gesagt, ist ja vom Spielprinzip auch ein recht einfaches Spiel. Von daher kommt man da, denke ich, schnell wieder rein. Aber das finde ich ist eine schöne Sache. Das hat mir auch bei Coralia schon gut gefallen. Ich meine, da war die Kurzanleitung das erste Mal mit dabei. Das finde ich nochmal sehr positiv. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Humboldt's Great Voyage. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt unserem Video auch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns wieder drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.